Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu «Gredig direkt». Mein heutiger Gast ist Stefanie Heinzmann, eine der bekanntesten Sängerinnen und Musikexport aus der Schweiz. Ganz herzlich willkommen, Stefanie Heinzmann. Dankeschön, merci, dass ich da sein. Die erste Frage die liegt schon fast auf der Hand, oder besser gesagt auf dem Kopf. Die neue Frisur. Du hast dir vor ein paar Monaten eine Glatze scheren lassen. Jetzt ist es fast ein bisschen küchenpsychologisch. Man kann sagen, eine neue Frisur, das heisst immer so ein Neuanfang, eine Neuausrichtung, alte Zöpfe abhauen. Ist das bei dir auch so? Es ist lustig, vor allem, weil es noch so noch an meinem 30. Geburtstag ist. Oder? Dann wirklich meistens das Gefühl, jetzt so, muss irgendetwas passiert sein. Aber es ist ganz lustig, es ist wirklich nichts passiert. Ich wollte das einfach schon so lange machen. Und das immer vor mir hergeschoben und immer das Gefühl gehabt, so, ah nein, das kann ich jetzt nicht bringen. Und dann reden alle immer über die Glatze. Ja. Und ich irgendwie wollte, dass es um die Musik geht und nicht um die Haare. Und dann habe ich mir irgendwann, wenn das Album ist, rauskam, gesagt, okay, sobald das Album raus ist, mache ich es. Und dann habe ich gedacht, ja nein, dann immer die langen Haare. Und nachher geht, wenn die Tour fertig ist. Wenn die Tour gespielt ist, dann nachher Pause, dann mache ich es. Und dann ist es wirklich gemacht. Und jetzt sind die Haare kurz. Die Musik, die du ansprichst, die wollen wir uns natürlich auch zuerst anhören. Wenn wir schon von einer Sängerin und mit einer Sängerin reden, wollen wir auch in die Musik schauen. Wir haben uns zwei Clips ausgesucht. Mhm. Das eine ist «In the End» vom vorletzten Album. Gut 4-5 Jahre her. Und das andere, das zweite, wo wir gerade drauf sehen, ist vom neuesten Album «All We Need Is Love», die neue Single. Wir hören ganz kurz drin. Ist es fast schade, ich kann man nicht auf dich sein, weil du tanzt tatsächlich mit zu deiner eigenen Musik. Ist ja, das immer so? Ja, ich habe Freude an meiner Musik. Ich bin mega stolz auf das Album. Und wenn ich die Songs höre, dann ich Freude. Das ist offensichtlich, man sieht es dir auch an. Was ich mir überlegt habe, sind die beiden Videos auch ein bisschen sinnbildlich. Im ersten sieht man dich so ein bisschen eben sinnbildlich, so also ein bisschen auf dem Laufband, ein bisschen getrieben, man kann sagen in einer Tretmühle. Im zweiten dann die Frei. Stefanie Heinzmann, in der Natur, völlig im Reinen mit sich selber. Kann man sagen, das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die auch vielleicht dich persönlich ein bisschen reflektiert in diesen Jahren? Das hast du noch schön interpretiert, weil ich glaube, es ist wirklich ein bisschen so. Spannend ist, in dem Moment merkt man das ja gar nicht so. Aber irgendwie, bei dem In the End, da ist wirklich darum gegangen, aber das Treiben sein, das immer säckeln, das immer... Alle haben eine Meinung, man will immer allen gefallen, man ist immer aber so in der Tretmühle drin. Das hast du wirklich so empfunden? Ja, schon so. Und vor allem tatsächlich im Nachhinein noch fast mehr. Da reflektiert man sich ja noch mal anders. Ja. Und darum finde ich, passt das Video wirklich gut zu der Zeit, weil ich habe sicher auch viel Spass immer gehabt. Und ich habe das auch genossen, aber es war schon immer ein Druck gewesen. Und mittlerweile, ja, es ist lustig, ich sage es aber so gerne, so mit dem Älter kommt auch so ein bisschen zufrieden. Und ich merke, ich bin sehr glücklich und ich bin wirklich im Reinen mit mir. Das Wort reflektieren, das ist noch spannend, weil du reflektierst unglaublich viel über dich selber. Du denkst sehr viel über dich selber nach. Ja. Gleichzeitig sagst du, ich bin eigentlich einfach gestrickt. Aber das ist doch ein Widerspruch, das stimmt das gar nicht. Du bist eigentlich kompliziert gestrickt. Nein, ich glaube... Ich glaube, ein Mensch ist immer alles. Auf einer Seite bin ich ein sehr einfacher Mensch. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin nicht ein wahnsinnig materialistischer Mensch. Ich brauche ein paar gute Leute und ich habe gerne Ruhe. Ich lese gerne. Ich brauche nicht viel von aussen. Aber trotzdem will ich an mir selber wachsen. Ich merke, ich bin ein Mensch und ich merke, es gibt Muster, die ich immer wieder drücke. Wenn man euch, gerade in diesem Job, eben, wenn viele Meinungen von außen kommen, ist es mega schwer für mich lang gewesen, mich abzugrenzen und mir klar zu machen, was ist das, was ich will. Und ich mache mir wirklich einfach viele Gedanken, für mich selber zu optimieren. Also zu optimieren im Sinne von, ja, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, es ist meine Verantwortung, mein Glück. Ich habe Verantwortung über mein Leben. Ja.
Und das heisst, ich müsste das hier ein paar Sachen anschauen. Manchmal gibst du die Verantwortung auch ab. Also, du sagst auch ganz offen, ich bin jemand, der gerne Hilfe sucht. Mhm, und das zieht sich durch das ganze Leben. Das ist irgendwie eine Therapie nach der anderen und der Life-Coach und Meditation, Akupunktur. Mhm. Gibst du es gerne ab? Also, brauchst du Hilfe, um dich selber zu definieren oder um dich selber zu finden? Kannst du das nicht mit dir selber ausmachen? Oder wie erklärst du dir das? Ich bin grundsätzlich auch in meiner Arbeit, ich suche mir immer Hilfe. Ich habe ein ganz tolles Team, ich habe am Anfang immer meine Brüder dabei gehabt, meine Band ist von Anfang an dabei. Ich bin einfach ein Teamplayer und ich finde, ich muss nicht alles selber kennen. Es gibt Sachen, die ich gut kann und dann gibt es ganz viele Sachen, die ich einfach finde, das kennen andere besser. Und, was können sie besser? Ja, also nur schon, also jetzt als völlig simples Beispiel meine Buchhaltung. So Zahlen, Verträge. Ist nicht dein kein Plan, wirklich, dafür habe ich keine Muße, kein Interesse, kein Gefühl für Zahlen. Und da habe ich Leute, da habe ich ein Management, genauso wie meiner Band. Ich habe eine Band, die jetzt wirklich lange mit mir zusammenarbeitet, der Gitarrist, dem kann ich nicht gerade reinreden. Dem kann ich sagen, ja, das fühlt sich noch nicht richtig an. Aber nachher lasse ich ihn machen. Braucht das nicht auch viel, also einerseits Mut, aber andererseits auch viel Vertrauen. Und das Vertrauen kann ausgenutzt werden. Also gerade wenn man sagt, Buchhaltung soll doch jemand anders machen. Hast du nicht Angst, dass dann auch mal irgendwie beim Falschen landet? Oder dass jemand dann wirklich dich ausnutzen könnte? Ich bin definitiv schon mehrmals in meinem Leben an sehr falsche Leute geraten. Wirklich? Ja, sicher. Was sind das für Leute? Ja, also eben, ob das jetzt mit der Buchhaltung zu tun hat, wo oft mal Rechnungen sind gekommen oder keine Ahnung. Also es gibt wirklich, oder ja, es gibt was sind das für Situationen gewesen? Eure Managements, wo ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, sind da gleich 12 Jahre und umgeht nur viele Leute. Und da gibt es einfach Leute, ja, die wollen uns nutzen. Das Ding ist aber, ich finde, ich bin Mensch, ich vertraue gerne. Und ich finde, auch wenn man mein Vertrauen einmal missbraucht, dann heisst das nicht, dass ich jetzt alle misstraue. Ja. Ich hoffe, dass ich mich selber stärke und besser spüre, wo die guten Leute sind. Und beim nächsten Mal dann vielleicht auf die richtigen Leute. Genau. Und das ist so meine Hoffnung. Und beim anderen, beim Persönlichen, das, was du vorher schon angesprochen hast, ist es tatsächlich das, was ich vorher gemeint habe, dass ich selber mich optimieren will, dass ich weiterkommen will, dass ich mich entwickeln will. Das geht einfach selbst sehr schwierig, weil man so in seinem eigenen Fokus drin ist und in seinem eigenen Rahmen. Und darum meine Akupunktur-Lady im Wallis Dritta. Ich gehe so gerne zu der, weil die mir von aussen nach kann sagen. Weil die mir von aussen nach kann sagen, aber Stefanie, jetzt reagierst du wieder genau gleich. Ja. Und dann denke ich, stimmt. Und dann kann man es ganz anders anschauen. So das Spiegeln und sich die Meinung von draussen holen, inwiefern hat das auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun? Du sagst, du musst lernen, dich selber zu lieben. Mhm. Bist du dir selber fremd gewesen? Hast du dich selber gehasst? Hast du dich nicht mögen, wie du warst? Ja, es war eine Mischung aus allem. Auf einer Seite hatte ich immer einen Teil von mir, der eigentlich gewusst hat, dass ich so will sein, wie ich bin. Darum bin ich auch am Anfang mit 18 immer so ein bisschen äussern gestochen, weil ich eben nicht mich so angepasst habe. Weil irgendein Teil von mir hat gewusst, ja, ich will aber gar nicht so wie alle. Und trotzdem aber, ich habe auch einen Teil gegeben, der sehr unsicher ist. Ich irgendwie gefunden, also, aber ich bin jetzt schon nicht gerade schön gestanden. Also irgendwie so richtig weiblich war ich auch nicht uns. Und irgendwie so hübsch bin ich auch nicht. Und irgendwie und ich glaube aber, das teile ich mit ganz vielen Menschen. Und das hast du jetzt nicht mehr? Nein, das habe ich nicht mehr. Es gibt sicher ab und zu Phasen, durch so Phasen geben wir alle. Sie ist einfacher und sie ist schlechter, wenn etwas passiert, wenn du mal verunsichert bist. Aber ich komme dann sehr viel leichter wieder raus. Das sind mega kurze Momente. Also wenn so ein Moment kommt, wenn ich gestresst bin und denke so, oh nein, das ist jetzt voll in die Hose, dann geht das sehr schnell, dass ich wieder denke, es ist alles gut. Und ich glaube, das Gefühl will ich halt mit den Leuten teilen. Und darum rede ich so viel darüber, weil ich weiss, ich bin nicht der Einzige. Der Weg, die 12 Jahre, die du jetzt mehrmals schon angesprochen hast, das sind unglaublich intensive Jahre gewesen. Angefangen hat das damals, 2007, 2008, ja, mit einer Castingshow im deutschen Fernsehen, produziert, moderiert vom Stefan Raab, am TV-Entertainer. Wir haben das Bild, wie du damals ausgesehen hast. Das ist wirklich das Mädchen, völlig unbekannt, aus dem Walliser. Man kann wirklich sagen, aus der Provinz. Ja, ein Holz bei Fisch, wo plötzlich ins Rampenlicht gestossen worden ist. Wenn du Stefanie Heinzmann 2020 mit dem Mädchen, das wir hier gesehen haben, vergleichst, sind ein paar Tattoos dazugekommen, es ist eine andere Frisur natürlich, aber
ist sie noch der gleiche Mensch oder hat er sich unglaublich verändert, der Mensch? Nein, ich glaube, der Mensch hat sich einfach weiterentwickelt. Also ich, es ist ein ganz schwierig zu sagen, weil natürlich der Mensch, wenn ich jetzt gerade auf dem Foto gesehen habe, da muss ich einfach lachen, weil da kommen so viele Erinnerungen. Ich bin so unsicher gewesen. Ich habe so Angst gehabt vor so vielen Sachen. Ich habe Angst gehabt zu versagen. Ich habe Angst gehabt, dass meine Stimme nicht funktioniert. Ich habe Angst gehabt, nicht genug zu sein. Ich habe so viel Angst gehabt. Und trotzdem aber, und ich glaube, das ist das, was geblieben ist. Wenn ich in der Mädchen ja noch sehe, ist die Freude. Ich habe gleich so Freude an dem. Also ich habe es so geschätzt. Ich war so dankbar für all das. Und das ist geblieben. Was ja erstaunlich ist, du redest ja viel vom Alter, sagst auch, du bist lieber 30 oder jetzt 31 statt 20 oder damals 18. Ja. Und trotzdem, so das Mädchenhafte, das Jungenhafte, das ist dir ja geblieben. Mhm. Es fällt auch auf, du hast zum Beispiel Freude an Lego. Das ist jetzt etwas, du kriegst auch Lego von deinem Management geschenkt. Ja. Muss man sich das auch ein bisschen bewahren? Dass man sagt, obwohl ich bin reifer geworden, ich habe an mir selber gelernt, ich bin in einem anderen Stadium als damals mit 18. Und trotzdem so das Jugendhafte, das Mädchenhafte, auch du liest sehr viel Fantasy-Literatur und bist sehr in dieser Fantasy-Welt drin, auch Star Wars zum Beispiel oder Lord of the Rings. Hilft dir das auch zum Teil? Vielleicht dich auch dort wieder zu spiegeln in einer anderen Welt? Ich glaube einfach, das Kind in Schicht zu behalten, ich bin der Meinung, das ist unglaublich wichtig. Ich versuche zu wachsen, ich versuche in Sachen besser zu werden, ich versuche in Sachen ruhiger zu werden, Sachen realistisch zu sehen. Und trotzdem merke ich einfach, dass Spass und Freude und so die Leichtigkeit, ohne die könnte ich nicht leben. Ohne die war, ja, für mich ist der gleich, es bleibt ein Spiel. So viele Sachen gehen so viel einfacher, wenn ein bisschen Leichtigkeit drin ist. Und ich merke immer, wenn ich älteren Leuten begegne, die nur Spass haben, die lachen können, die Freude haben. Das sind meine Idole. Wenn ich so meine Mama oder meinen Papa sehe, die zwei lachen so gerne. Und meine Mama kann so herrlich über sich lachen. Und das ist für mich so ein riesen Vorbild. Was ja für viele ist, auch wo in dieser Fantasy-Welt leben und die Filme schauen, die Bücher schauen, es hat auch etwas von einer Flucht. Ist es für dich etwas von der Realität? Also ein bisschen etwas weg vom Bösen? Es ist ja immer klar, so das Gut-Böse in dieser Welt ist immer ganz klar definiert. Ja, das stimmt. Das Schemata-Zeug, wo dir vielleicht auch ein bisschen Halt gibt. Dass du sagst, da weiss ich wenigstens, das sind die Bösen und nicht irgendein Buchhalter, der mich über den Tisch zieht. Ja, es hat definitiv etwas Einfaches. Und ich glaube, das ist das, was ich da drin sehe. Ich konsumiere das jetzt auch nicht jeden Tag und verstecke mich da drin. Sondern das ist für mich wirklich so eine Leichtigkeit. Und ich bin auf jeden Fall immer die, was für die Gute ist. Also immer. Und das, ja, ich mag das gerne in so Wäldern. Das ist für mich das Gleiche, wie so ein Musical zu schauen. Ich lasse mich gerne so empfehlen, auch Zeichentrickfilme. Einfach gerade mal nicht nachdenken, sondern so in der Welt drin sein. Eine weitere Parallele in denen, ich will das gar nicht zu fest strapazieren, aber trotzdem, was auch spannend ist, was viel in diesen Geschichten drin ist, ist der Tod. Und das ist ein Thema, das dich auch sehr beschäftigt. Du bist sehr lebensfroh und lebenslustig. Und trotzdem hast du dich schon von früh auf mit dem Tod beschäftigt. Mit 16 hast du Bestatterin werden. Ich weiß nicht, ob man es sieht, du hast ein Tattoo, ich glaube, auf der linken Handseite. Ein Schriftzeichen, das Tod bedeutet. Warum die Faszination für das Thema? Also tatsächlich, das Tattoo hat weniger mit dem Tod an Schicht zu tun. Das habe ich gemacht, nach meiner allerersten Rückenoperation. Ja. Und für mich ist wo sehr früh war. Genau, also die habe ich mit 18 gehabt. Mit 16 hatte ich den Bandscheibenvorfall gehabt. Mit 18 musste ich den Rücken operieren. Und das Tattoo ist für mich wie so, ich habe etwas müssen lassen gehen. Ich habe wie etwas abschließen. Das heisst, etwas hat für mich müssen sterben. Und in dem Fall tatsächlich auch der Schmerz. Also es ist eigentlich ein positives Tattoo. Der Tod an sich, das hat bei mir angefangen. Ich habe meine Grosseltern alle in sehr kurzer Zeit verloren. Also ein Grosspapa ist schon lange vor meiner Geburt gestorben und die anderen drei sind, ich glaube, da bin ich von 10 bis 13, sind die auf einmal alle weg gewesen. Und das hat mich so schockiert. Und nachher die Beerdigungen, die so unglaublich traurig und so trist waren, für auch Menschen, die unglaublich gerne gelacht haben. Das hat für dich nicht gestimmt? Nein, das hat für mich nicht gestimmt. Also das
beten um Erlösung und erlöse sie von dem Bösen und so, dass ja, aber meine Großeltern müssen doch nicht vom Bösen erlöst werden. Für mich ist das wie so, ich habe mir so gewünscht, dass es Fest ist, dass man die Menschen doch muss feiern. Und darum wollte ich Bestatterin werden, aber ich hatte bei dem Wallis bin ich Bestatter gewesen und habe mir das angeschaut und habe sehr schnell festgestellt, dass das für mich ein dass ich viel zu emotional bin. So, mit der Trauer von den Leuten immer müssen umzugehen, das war mir zu viel. Emotional ist ein gutes Stichwort. Und um von Emotionalität zu sensibel sein, ist ein ganz kleiner Weg. Mhm. Und wir merken das auch, wenn du redest, du bist unglaublich, gibst sehr viel von dir preis, sehr sensibel auch. Bist manchmal fast zu sensibel, jetzt auch für das harte Musikbusiness. Ja, ich glaube, zu sensibel gibt es nicht. Aber eben, wenn man sehr sensibel ist, muss man halt daran arbeiten, dass man das abgrenzen kann. Ja. Und genau darum bin ich früher so unglaublich unsicher gewesen. Ich habe viel zu viel gespielt, viel zu viel Eindruck, viel zu viel auf mich genommen. Und ich bin gerne so sensibel. Ich spüre es gerne spüren und Menschen spüren und ja, auch mich selber spüren. Aber es ist schon nicht einfach. Ja. Also hast du mir so wie ein Schutzschild aufgebaut? Voll, total. Also ich sitze grundsätzlich, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, immer in einem goldigen Ei. Das stellst du dir vor, dass du drin bist? Ich sitze in einem goldigen Ei und das goldige Ei, da kommt nichts ich an, nur Liebe. Und das heisst, alles, was in mich, also zu mir will, das geht einfach so zurück. Und ich bin da drin und finde alles sehr interessant. Jetzt kann man natürlich auch sehr kritisch nachfragen und wirklich sagen, dass das Positive und das bewusst Positive sein, das ist auch so ein bisschen Verleugnung oder fast so eine Flucht vor der Realität wieder. Nein, also, absolut nicht. Also das kann ich wirklich dir ganz klar sagen. Für mich ist die Positivität fühlt sich toll an. Ich liebe das zu strahlen und ich liebe das, die Emotionen zu leben. Aber die Menschen, die in meinem näheren Umfeld sind, wissen auch, dass ich auch alle anderen Emotionen genauso ausleben. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, weiss das jeder. Und zwar nicht im Sinne von, dass ich alle anschnauze, sondern dass ich mich ganz klar kommuniziere, dass ich sage, sorry, Leute, ist einfach gerade nicht mein Tag. Ja. Ich finde einfach, es ist so wichtig zu kommunizieren. Also du kannst auch ausrufen. Total. Und ich finde das wichtig. Ich bin kein aggressiver Mensch. Ich bin nicht ein Mensch, der rumschreit und aggressiv ist. Das bin ich wirklich nicht. Aber ich habe auch schlechte Tage. Und ich finde, die haben absolut Platz. Ja. Nur, weißt, wenn ich eine Zeit und einen schlechten Tag hätte, finde ich, hat das hier an dem Tisch nichts verloren. Weil ich hätte es frei, hier bei dir zu sein und mit dir zu reden. Das heisst, ich versuche sehr im Moment zu leben. Ja. Und das, was es war, gar nicht mit hier in unser goldigen Ei mit reinkommt. In unser goldigen Ei mitzunehmen. Über Emotionen reden, vielleicht auch über schwere Momente reden, über Probleme reden, das ist in der Schweiz nicht so üblich. Und auch bei Schweizer Künstlerinnen und Künstlern hört man das nicht so. Das ist ein bisschen anders in der angelsächsischen Welt. Das ist, ich kenne es aus England, aber auch aus Amerika. Dort reden Sängerinnen sehr offen zum Teil über ihre Probleme. Also sei das Demi Lovato oder absolut. Billie Eilish, Lady Gaga oder Selena Gomez. Mhm. Die haben alle gelitten, auch unter dem Raum gelitten. Und es gibt eine sehr eindrückliche Rede, die Selena Gomez vor ein paar Jahren an einer Awardverleihung gehalten hat diesbezüglich. Und das werden wir uns ganz kurz anschauen. I had everything. And I was absolutely broken inside. And I kept it all together enough to where I would never let you down, but I kept it too much together to where I let myself down. I don't want to see your bodies on Instagram. I want to see what's in here. I'm not trying to get validation, nor do I need it anymore. Da merkt man, es ist ein unglaublicher Druck, unglaublich, auch da, in diesem Business. Ja, total. Redet man zu wenig über das? Also vielleicht auch bei uns, dass man wirklich das müsste lernen, dass man auch mal ein bisschen offen kann zu seinen Problemen und zu seinen Krankheiten stehen. Weißt du, ich würde niemals jemanden zwingen, über sein Inneres zu reden. Weil ich finde, es ist privat. Und es ist etwas, was sehr so schwer ist. Auch je nachdem, was für Leute in deinem Umfeld hast. Weißt du, wenn du sonst gewohnt bist, dass Leute dich auslachen, ist es so schwer, die Fassade zu durchbrechen. Aber es ist definitiv etwas, was ich jedem Menschen würde empfehlen. Man muss über das reden, weil das, was ich gemerkt habe, ist eben das, was Sushi sagt. Man muss eben nicht allein damit. Und man hat also das Gefühl, ja, die Superpromis und die Stars, und denen geht es doch immer so gut, und die haben doch alles. Und das ist so, die haben wirklich alles. Aber ich glaube daran, dass der Mensch eigentlich nicht wirklich dafür gemacht ist, von der ganzen Welt zu sehen. Oder zu sehen werden. Mhm.
Und aber genauso... Das ist ein Widerspruch, oder? Wenn man in diesem Business drin ist. Ist total. Es ist ein Widerspruch. Aber das ganze Business ist sehr surreal. Ja. Es ist schnell und es ist Leute und es ist... Es hat wenig ja, mit dem Real zu tun. Und trotzdem machen wir Musik. Also ich jetzt, ja. Oder? Wir machen Musik und das verbindet Menschen. Aber eben, wenn ich so im Kontakt bin mit meinen Fans, mit den Leuten, die meine Musik hören, und denen geht es eben gleich. Ja. Und die fühlen sich sehr allein und die fühlen sich sehr depressiv und die fühlen sich sehr melancholisch. Und ich glaube daran, dass es unglaublich wichtig ist, darüber zu reden. Auch dort wieder, du hast sehr offen darüber geredet. Du hast es vorher kurz angetönt, du hast keine einfache Teenager-Jahr gehabt. Auch bedingt durch einen Rückenvorfall, also einen Bandscheibenvorfall, der sehr früh schon passiert ist, mit 16, glaube ich, damals. Du hast das Jahr in einer Sendung mitgemacht, «Sing meinen Song», auf TV24, wo du im Verlauf von einer von diesen Sendungen auf die Zeit zu sprechen gekommen bist. Und man sieht einen kurzen Ausschnitt, wie du dort mit dem Gastgeber, dem Seven, über die Zeit damals geredet hast. Und mit 17 ist er wirklich an einen Punkt gekommen, wo ich wo einfach nichts mehr ist gegangen tatsächlich. Also ich habe so viel Medis genommen und habe so Schmerzen gehabt, dass ich mich schlussendlich in eine Klinik einliefern lassen. Also weil ich auch nicht mehr gegessen habe und zu viel Medis und es ist einfach wie alles zu viel gewesen. Und dann habe ich mich so ein bisschen geflüchtet in die Klinik, in so eine geschlossene. Das ist wahnsinnig. Ein 17-jähriges Mädchen, das sich selber in eine geschlossene Klinik einweisen lässt. Wie war das damals? Ja, eigentlich so, wie ich es da gesagt habe. Ich bin in der Schule, ich habe in einer Band gesungen. Wir hatten fast 50 Konzerte im Jahr gehabt. Also sehr viel am Wochenende unterwegs. Aber eben mit diesen Schmerzen immer. Und ich glaube, die Menschen, die Schmerzen kennen und wissen, was ich meine, es verschiebt sich. Irgendetwas in einem verschiebt sich. Versucht, den Schmerz zu ertragen. Mhm. Und in diesem Schmerz da setzt man so einen Glocken über sich. Und das heisst, man hört auf die Spirren. Und durch die Medis, die ich noch genommen habe. Also, sehr stark. Also die haben mir alles mit. Die haben mir wirklich eben Tramal und Valium mitgegeben. Mhm. Und ich einfach heutzutage denke, yes, das geht leid. Ich bin in die Schule gegangen. Ja. Und eben hat er blöderweise auch noch aufgehört zu essen. Und irgendwann ist mir einfach bewusst worden, Stefanie, du willst singen und du willst gesund sein. Das ist ja eigentlich mein Anspruch. Und ich will ja eigentlich auch glücklich sein. Aber so geht das nicht. Also so jetzt finde ich allein keinen Weg daraus. Das wird immer schlimmer. Und dann bin ich damals mit meiner Gesangslehrerin, ich bin zu einer ambulanten Therapie gegangen zu der Zeit und bin dann mit der dahin und hat der gesagt, ich will sofort unserer Schule, ich will in eine geschlossene Psychiatrie. Ich war nicht so lange da. Das war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Das heisst, ich durfte noch in die Kinderklinik. Und das wollte ich unbedingt. Ich wollte nicht in die Erwachsenenklinik. Weil ich merkte, ich habe ja keinen psychischen Schaden. Es ist einfach zu viel. Mhm. Und in einer Kinderklinik ist schon noch ein bisschen Leichtigkeit drin. Und darum bin ich bin bis zu meinem 18. Geburtstag, bis zum 2. März, bin ich in einer Klinik gsi vom Dezember bis im März und habe nachher am 8. März meine Rigoperation gehabt. Dann sind ja auch noch andere Sachen dann dazu gekommen. Etwas, wo so eine Konstante dure, ist immer der unglaubliche Rückhalt bei der Familie, bei der Familie Heinzmann. Das ist primär, das sind die Eltern natürlich, und das ist primär der Bruder. Der Claudio, 7 Jahre älter, der ganz früh, hätte ich glaube sogar angemeldet an Joe damals. Auch immer gesehen, jetzt gerade eingeblendet. Ist dann auch lange dein Manager gewesen. Ist das auch eine Hilfe gewesen? Dass du immer hast können zurückgreifen auf jemanden, den du genau gewusst hast, der kennt mich in- und auswendig. Er ist jetzt vielleicht der einzige Bruder. Ich glaube, der Vater ist mit 13 Geschwistern aufgewachsen. Ja, genau. Du jetzt halt mit dem Bruder. Ja, genau. Aber dass er von Anfang an so, wie dir den Rücken gestärkt hat, durch all das durch. Ja, also nur ganz schnell zu meinen Eltern. Während ich in der Klinik war, ist mein Papa jeden Tag auf Siders gefahren und ist mit mir jassen. Ja. Also weißt du, es ist wirklich in der Familie, die ist sehr nah. Und da bin ich sehr dankbar. Und das ist, glaube ich, auch für meine Eltern damals so schön gewesen, dass mein Bruder mitgekommen ist. Mein Bruder ist mit mir auf Köln gekommen, der hat die Idee gehabt, der hat mich da angemeldet. Aber sobald ich in der Show war, hat er nicht gesagt, ja, der, viel Spass, schau mal, wie es geht. Sondern der ist nicht mehr von meiner Seite gewichen. Der hat mein Management gemacht. Ich meine, der war damals 25, hat in einer Booking-Agentur geschafft und hat doch auch keinen Plan gehabt. Und der hat einfach gesagt, ich mache jetzt dein Management. Einfach, für auf dich aufzupassen.
Mittlerweile hast du einen anderen Manager. Mhm. Also jetzt hat sich dort ein bisschen entflechtet. Ist zum grossen Knall gekommen? Haben wir nicht mehr können miteinander arbeiten? Oder was nein, ist nein, zum Glück nicht. Und ich glaube aber, das war wichtig. Meine Brüder und ich sind so nah und er hat so viele Jahre. Du musst dir vorstellen, das, was er dort gemacht hat, war ein Fulltime-Job. Der war mein Personal Manager. Ja. Also fast ein bisschen überbehütet. Ja, also ich bin, in der Zeit ist es wirklich wichtig. Ich bin so sensibel. Und das war mir also so zu viel. Er hat viel von mir abgegeben. Aber eben, je älter ich wurde, habe ich irgendwann gemerkt, so, ich habe keinen Plan, was um mich herum passiert. Ich würde gerne selber entscheiden. Und ich war mit meinen Brüdern ganz viel im Gespräch und immer sind auch irgendwie darum gegangen, ja, ich würde eigentlich auch gerne für mich mal etwas machen. Weil ich mache Musik für dich, ich mache Management für dich, ich plane für dich, ich mache die Buchhaltung für dich. Dass ich irgendwann auch gedacht habe, mit dem kann ich gar nicht leben. Mit dem Druck, mit der Verantwortung. Dass also wie so eine gemeinsame Abnabelung. Total. Hat fest, ja, und ich glaube, das war ganz wichtig, dass das passiert. Und er ist jetzt in Köln und wir haben ein super gutes Verhältnis. Ja. Und ich liebe meine Brüder über alles. Und, aber ich bin froh, dass das passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass das passieren musste. Jetzt sind der Trend für den Moment, das hat natürlich auch mit Corona zu tun, ja, mehrheitlich in der Schweiz. Seit dieser Woche wissen wir, die Situation wird immer ein bisschen einfacher. Es gibt jetzt neue Lockerungen. Etwas, das noch nicht davon betroffen ist oder nicht positiv davon betroffen ist, sind Konzerte, Grossveranstaltungen. Dir ist der ganze Konzertsommer, Festivalsommer eigentlich weggebrochen. Ja. Wie lebst du jetzt in dieser Zeit? Also findest du es nur schlecht oder hat es auch positive Seiten? Ich habe viel Zeit. Ja. Ich habe wahnsinnig viel Zeit. Ich habe noch nie im Sommer so viel Zeit gehabt. Und natürlich, wenn eine Seite von mir darüber nachdenkt, wie viele Shows ich jetzt hätte spielen in diesem Sommer, dann gibt es schon ein flennendes Auge. Also auch aus wirtschaftlichen Gründen, dass du sagst, mir bricht das Geschäft weg. Mir bricht das Geschäft weg und vor allem euch. Und das wird eben ein bisschen vergessen. Weißt, man denkt an Stefanie Heinzmann oder an einen Seven. Oder das sind ganz viele aber, andere. Gell, die Leute, die hinter mir noch stehen, meine Band, meine Crew, meine Backliner, meine Manager, meine Booker, also all die Leute, die sind arbeitslos jetzt gerade. Da ist nichts los. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Sorgen bis zu Existenzängsten, dass man sagt, wie geht es überhaupt weiter? Ja, ich meine, wenn ich so an meine Teacher-Band-Kollegen denke, da gibt es Summe, die in den letzten Jahren wirklich sich ein flottes Polster aufbauen können, die viele Jobs machen und die müssen sich nächsten Monat die Zeit genießen. Mhm. Aber ich habe andere Musiker, das sind beide, also Eltro, sind verheiratet, sind beide Sänger, Musiker, Gitarrist, haben drei Kinder und haben einfach bis frühestens im August, ja, also überlegt ihr mal etwas, weil die Miete geht weiter, die Kinder müssen ja einfach etwas leben. Also es ist, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Bei dir, in deinem Fall, du hast einerseits die Musik, aber was sich auch in den letzten Jahren immer mehr gezeigt hat, du hast jetzt den Promi-Status natürlich auch in Deutschland, wirst an Castingshows eingeladen, bist dort in der Jury oder trittst sonst in anderen Shows auf. Ist das jetzt ein Vorteil? Ist das fast dein neues Geschäftsmodell? Also was ist eigentlich das Geschäftsmodell, Stefanie Heinzmann? Ist das nur Musik oder ist es vielmehr so Personality auch? Ja, also ich glaube, der Hauptteil ist schon Musik, aber ja, es macht mir unglaublich Spass, verschiedene Facetten zu leben. Ich war jetzt gerade bei dem Masked-Singer, was mega spannend war. Bei dem Free ESC, was auch ganz schön war, dass ich da dabei sein durfte, hat es letzten Tag beim Nilos Merli mal eine Rolle sprechen, was unglaublich Spass hat gemacht. Mhm. Sind schon Sprecherin, hast du ja immer mal wieder gemacht. So das sind so richtige Standbeine. Und das macht mir ganz Spass. Und das ist natürlich, bin ich unglaublich dankbar, dass ich da euch darf Sachen machen darf. Schlussendlich bin ich, glaube ich, einfach gleich. Bleibe jetzt auf einmal eine Sängerin. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Synchronsprecherin. Ich habe die Chance, dass ich das ab und zu machen darf. Aber eben jetzt so spontan, jetzt der ganze Sommer ist jetzt weggefallen und so spontan wird es jetzt auch keine Fernsehshows geben oder was weiß ich. Das heisst, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich die Zeit gerade sehr genieße. Das ist ja noch spannend, eine letzte Frage zu dem Thema. Das ist so es gibt den Ausdruck, die toxische Produktivität, wo jetzt ganz viele Künstlerinnen und Künstler reinfallen. Die machen Heimkonzerte und jeder Schriftsteller hat wahrscheinlich das Gefühl, wenn er kein Buch schafft in der Corona-Zeit, hat er versagt. Ist das für dich jetzt gerade nochmal eine Frage? Dass so das fast ein bisschen eine Erleichterung, dass man sagt, ich muss jetzt nicht alles machen. Jetzt kann ich einfach mal ich selber sein und vielleicht auf die Alphütte im Wallis und einfach... Genau so, ehrlich gesagt. Ich habe den Drang überhaupt nicht. Und ich finde auch, dass,
dass sich so jetzt so selbst optimieren und noch 100 Jahre Sport machen und noch Sporttutorials und noch irgendwelche Kochtutorials und noch das ist mir wie zu viel. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch, der sich selber findet, das ist jetzt für mich richtig, finde ich das super. Macht das. Aber ich spüre es gar nicht. Ich bin mega froh, ich habe so einen ganz strukturierten Tagesablauf, seitdem ich 18 war, nicht mehr hatte. Mhm. Ich koche, ich lese, ich lerne Französisch. Das ist mega schön. Ich mache Sport. Ich habe so einen Alltag. Und das ist etwas ganz Neues für mich. Vielleicht lernen wir Stefanie Heinzmann jetzt noch ein bisschen besser kennen. Nein, ganz am Schluss der Sendung habe ich noch ein paar Fragen an dich, die ich gerne hätte, dass du die möglichst kurz und spontan beantwortest. Okay. Wie schaffst du es, dass du deinen Freund so konsequent aus dem Rampenlicht rausbehaltest? Das ist eine Entscheidung von ihm tatsächlich. Er will das einfach nicht. Er will nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Und ich finde, das habe ich einfach zu respektieren. Ich bin die den Job hat. Und das heisst für mich nicht, dass er gezwungen ist, das auch mitzuleben. Ist das nicht zum Teil dann auch, führt das nicht auch zu komischen Situationen im Alltagsleben? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Schweiz ist ein sehr angenehmes Land. Das wird sehr respektiert. Und ich glaube, das wird auch von den Presseleuten, die fragen gerne nach, aber es wird eben gleich respektiert, weil es, glaube ich, irgendwo eben dich gleich auch verstehen. Was ist noch auf deiner Bucketlist? Was ist das Nächste, was du unbedingt noch machen willst? Französisch kennen. Da bist du jetzt dran, wie man hört. Was wollte ich gerne? Das ist eine gute Frage. Was ist auf meiner Bucketlist? Das ist jetzt vielleicht zu viel Druck aufgebaut auf meine Freunde. Aber ich würde eigentlich auch schon gerne eine Familie gründen, Sven. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das jetzt zu erledigen. Das ist so, über allem würde ich mir das, glaube ich, wünschen. Aber ehrlich gesagt, auch da, wenn das nicht soll sein, werde ich kein unglücklicher Mensch. Apropos unglücklich, wie gehst du mit Negativkritik um? Vielleicht auch Hate-Mails, die gibt es ja immer mal wieder. Früher war es ganz schwer, dann ist es fast niedergedreht. Und mittlerweile lösche ich die einfach. Und dann sind die auch gerade aus meinem Bewusstsein. Und das funktioniert? Das funktioniert super. Ich lösche das und schicke dem in Gedanken eine Umarmung. Weil ich glaube, Menschen, die mich online beleidigen, die brauchen eigentlich nur eine Umarmung und sonst gar nichts. Eine virtuelle Umarmung. Richtig. Was ist dein Lieblings-Walliser-deutsche Wort? Da habe ich eins. Mein allerliebstes Walliser-deutsche Wort ist Pfiffultra. Und das heisst? Pfiffultra ist ein Schmetterling. Wo man auch sehen im Tattoo. Und was ist dein allerliebstes Walliser-Fluchwort? Ich habe gar nicht das Lieblingswort. Doch! Also es ist nicht wirklich ein Fluch. Es ist mehr so ein Ausruf. Aber es ist Herdebuja. Das lassen wir genauso stehen. Danke vielmals für das Gespräch, Stefanie Heinzmann. Danke vielmals, herzlichen Dank. Und danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Wir sind in 2 Wochen wieder da, weil nächste Woche ist mein Kollege Sebastian Ramspeck an der Reihe mit Hashtag SRF Global. Unser Hashtag ist SRF Kritik direkt. Einen schönen Abend noch, ein schönes Wochenende jetzt schon und bis gleich. Adieu miteinander.